Ist mein Mikrofon überhaupt angeschlossen? Jetzt ist es später. Oh, flauschig. Das finde ich doof. Das finde ich so richtig deppert. Oh, ich kenne mir so überhaupt nichts aus. Der kommt auf eBay. Hoppa. Hallo mit O, mein Name ist immer noch Tayo Torpedo und das Unboxing-Fieber geht weiter. Chakalaka. Die nächste Pinkbox ist nämlich schon wieder da. Ich habe natürlich noch nicht reingesehen. So sieht sie aus. Pack mal aus. Was haben wir da? Nee, nicht schon wieder Werbung. Und? Ah, sehr gut. Heute haben wir mal nicht die Barbara drin, sondern die Brigitte. Ne? Und die Brigitte ist ja viel besser. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich hier jetzt schon so Gas gebe, heute mache ich es mal ein bisschen schneller als sonst, damit das nicht immer so ewig dauert. Das Thema der Pinkbox ist diesmal scheinbar Luft und Liebe. Die Verpackung sieht ja wirklich mehr als entzückend aus und ich bin schon sehr gespannt, was heute drin ist. Scheinbar diesmal ohne Sekt. Vermutlich war das jetzt nur zur Jubiläumsedition, was ich ein bisschen schade finde, aber vielleicht ist ja nächstes Mal wieder Sektchen mit dabei. Danke, dass es dich gibt, steht hier drauf. Das ist ja ultra entzückend. Drin haben wir wieder Du bist schön. Wieder mit Schuhen und Schleifchen. Das machen wir auf, einhändig. Ein Sticker. Ich glaube, ich werde mir diese Sticker sammeln. Ist mein Mikrofon überhaupt angeschlossen? Jetzt ist es später. Und dann wieder diese Informationsbroschüre, die natürlich im Design, ach, ich darf nicht reinschauen, die natürlich im selben Design gehalten ist. Die schauen wir dann an, wenn es soweit ist. Was haben wir da? Als erstes, oh, Alverde, wieder Alverde, finde ich ja toll. Color and Care Vinyl Lipgloss. Was ist ein Vinyl Lipgloss? Intensives, hochglänzendes Finish. Schauen wir mal, Costa Quanta, 2,45 Euro in der Farbe True Peach. Ja, schön. Und das war ein sattes Peach. Oh, als nächstes haben wir Cherry Kisses from Blue, Baby Loves You. Kein Kommentar. Auf den werden wahrscheinlich ganz viele geil sein. Was sind das überhaupt? Pflegender Cremeschaum. Ist es jetzt zum Duschen oder fürs Gesicht? Oh, ist das kalt. 3,95 Euro im Wert. Ach, das ist der nach Zuckerkirschen riechen soll. Oh, Schaumlotion. Ach, Schaumlotion. Das ist nichts zum Reinigen. Ach, ich kenne mir so überhaupt nichts aus. Weiter. Was? Melosin. Ein Böckchen. Ach, das finde ich doof. Das finde ich so richtig deppert. Das kenne ich. Das ist so ein Jadestein, mit dem massiert man sich mein Gesicht und das soll Falten wegklopfen und das Gesicht irgendwie beruhigen und gegen Migräne vorbeugen. Ach ja, das finde ich jetzt nicht so schön. Hätte ich ihn jetzt nicht ausprobiert, hätte ich ihn verlosen können. Schau mal, wie viel kostet es? 20 Euro. Der kommt auf eBay. Oh, als nächstes haben wir den Magic Make-Up Remover Bed. Das Magic Make-Up Remover Bed. Oh, das war groß. Oh, flauschig. Besonders weicher Mikrofaser Pad, der die Haut wie von Zauberhand vom Make-Up entfernt. Wie von Zauberhand? Das können nur meine Do-It-Style-Lifehacks. 9,95 Euro. Das ist jetzt aber auch nicht so günstig. Aber ja, mehrmals verwendbar und bei 60 Grad waschbar ohne Weichspüler. Steht drauf. Das ist nämlich, weil der Weichspüler die Mikrofaser hart macht. Das kann man sich ganz generell merken. Weiter. Oh, das Heftel brauche ich noch. Dann haben wir. Das ist ganz frisch mit der Post gekommen. Das ist alles noch so eiskalt. Dark Habas Bubble Body Wash Bed. Oh, so ein Waschlappen für die dritte Generation. Aha, das ist aber, also aktiviert die Zellerneuerung. Das war so ein Einwegprodukt, oder? Also eine Kombination aus so einem Mikrofaserpad und einer Gesichtsmaske. Ja, okay, das probieren wir halt aus. Kostet 3,20 Euro. Schauen wir mal. Ja, und nachdem ich diesmal ja nicht vom Sektchen beeinträchtigt, ging das deutlich schneller als sonst. Jetzt freue ich mich natürlich sehr über eure Däumchen nach oben oder zumindest ein Däumchen nach oben, eventuell einen Kommentar und, das habe ich nicht gesagt zu Beginn, habe ich nicht gesagt, dass es mich ultra freut und unterstützt, wenn ihr den Abonnieren-Button mit aktivierter Glocke aktiviert oder betätigt, weil das unterstützt mich.
hoch 2. Tschüss!